Herzlich willkommen zu Resilient, Achtsam, Agil. Mein Name ist Katharina Mehrlein. Es ist Mittwoch, es ist 13 Uhr. Die Hälfte der Woche liegt gut hinter uns. Und weil wir das bisher noch nicht zusammen gemacht haben, möchte ich kurz sagen, wie das ablaufen soll. Bevor es losgeht, ich würde sehr gerne das Seminar Du nutzen, weil das einfach persönlicher ist. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und wir haben 15 Minuten Zeit. Ich gucke hier mal so auf meinen Zettel, dass ich dann am Ende nichts vergesse. Ich werde danach aber noch einen Moment hier bleiben, damit auch noch Fragen gestellt werden können, wenn eben nicht alles geklärt werden konnte. Man kann im Verlauf auch mal irgendwie aktiv werden, indem man mal Daumen hoch macht oder klatscht. Einige scheinen das zu kennen. Ich habe es gerade schon gesehen. Für die, die es noch nicht kennen, die Funktion sieht man unten. Wenn man Mouseover macht, kommt da so eine Leiste und ganz rechts der Punkt Funktion. Am Ende gibt es eine Frage. Wer mag, kann die beantworten. So ein Mini-Feedback. Und du kannst natürlich auch für die nächsten Folgen Wünsche, Themenvorschläge in den Chat reinschreiben. Und es wird heute, wie jeden Mittwoch, ab sofort eine kleine Verlosung geben. Ich werde ein Buch verlosen. Und zwar kannst du dir das aussuchen, welches du haben möchtest. Vielleicht das Neue, wie Agilität gelingt. Vielleicht das Spiel oder eins von den anderen Büchern. Wie das genau geht, sage ich nachher noch kurz was dazu. Und dann kann es auch schon losgehen. In den aktuellen Zeiten sprechen ja alle von Krisen. Nun, das ist ja jetzt nicht nur im Moment so bei Corona, sondern dieses Thema, damit haben wir alle immer mal zu tun. Da kommt man leider nicht drum rum auf diesem Planeten. Und zwar habe ich mal das Thema ausgewählt, Angst, Unsicherheit, Druckgefühl, das Gefühl von Überforderung oder auch, es hilft auch bei Lampenfieber oder bei einfacher Unsicherheit, entweder in der Interaktion oder wenn man sowas präsentiert, wie ich jetzt hier gerade, da passt das gut, ja. Und ich spreche ja immer gerne davon, dass unser Gehirn so ein bisschen funktioniert wie ein 60-Kilo-Hund, der noch unerzogen ist und einen an der Leine hinterher schleift. Und es geht mir darum, mit diesen Folgen unter anderem das Gehirn zu erziehen, dass wir unser Hirn dafür nutzen können, dass es uns unterstützt und nicht, dass es uns Kummer bereitet. Ja? Das ist immer sehr unterschiedlich, wie so ein Gehirn schon erzogen ist, was man schon so gemacht hat. Insgesamt geht es darum, dass du bestimmen kannst, was du fühlst, was du denkst und wie du dann eben auch entsprechend handelst. Also, dass du so aus diesen klassischen Automatismen, aus dem Autopilot aussteigen kannst. Und unser Hirn macht leider nicht immer ganz das, was wir gerne hätten. Aber natürlich hat die Natur sich da ja was Sinniges ausgedacht. Wovon ich spreche, ist Folgendes. Immer, wenn wir unter Druck geraten, wenn wir in Stress geraten, dann schüttet unser Hirn ja Flucht-, Kampf-, Stresshormone aus, setzt uns quasi wie Scheuklappen auf und dann haben wir keinen Zugriff mehr auf unsere Ressourcen. Wir können nicht mehr entscheiden, wir können keine bewusste Handlung mehr wählen. Beispiel, wenn jemand im Krieg durch irgendeinen Umstand, eine Granate oder so, seinen Arm verlieren würde, dann würde er nicht da stehen und schreien, oh, mein Arm ist ab, ja, sondern das Hirn setzt ihm Scheuklappen auf und das macht ja auch Sinn an dieser Stelle, damit er sich retten kann und flüchten kann. Ja, nur unser Hirn denkt immer, es wäre Krieg, wenn wir Angst bekommen, wenn wir unsicher werden, wenn wir unter Druck geraten, wenn wir Stress haben, wenn wir Lampenfieber haben. Immer dann ist es für unser Gehirn der gleiche Zustand. Ja, wir geraten unter Druck, bekommen die Scheuklappen auf, nichts geht mehr und wir handeln im Autopilot. Und das kann man ändern. Wie?
Das ist erstaunlich einfach. Und wenn man sich auf die Fußsohlen konzentriert, informiert man damit sein Gehirn darüber, dass kein Krieg ist. Man sagt dem Gehirn quasi, hör mal, ich kann sogar meine Fußsohlen spüren, was üblicherweise absolut unwichtig ist. Ja, das würde vom Hirn normalerweise unter Stress ausgeschaltet werden. Wenn ich jetzt also die Fußsohlen wahrnehme, dann kann ich nicht in den Autopilot geraten. Und das Schöne ist, es geht sehr schnell und man kann es sehr vielseitig anwenden. Ich möchte ein kleines Fallbeispiel dazu erzählen. Ein Coaching-Kunde von mir hat beispielsweise eine neue Aufgabe übernommen. Der ist sehr schnell aufgestiegen und hatte jetzt den CEO direkt als seinen Vorgesetzten. Und der hat so ein bisschen Angst vor dem gehabt. Er war unsicher ihm gegenüber. Warum? Er selbst relativ jung, noch schon so die moderne Führungskraft mit Partizipation etc. Der CEO eher so einer, der, ich sag jetzt mal noch so die Schule alter Hund, ja. Und immer wenn er zu dem reingegangen ist, dann hat er keinen Zugriff gehabt auf das, was er eigentlich sagen wollte, auf das, was er kann. Und dem habe ich das empfohlen, er soll das ausprobieren, immer sozusagen die Fußsohlen anzuwerfen, bevor er da reingeht. Wie man das üben kann, das gelingt nämlich natürlich nicht sofort. Also wenn du heute hier rausgehst und denkst, ach ja, wenn ich das nächste Mal in Stress gerate, dann probiere ich das mit den Fußsohlen einmal, dann wirst du feststellen, dein Hirn wird dafür sorgen, dass es dir nicht einfällt. Also was ist zu tun? Erstens, ungefähr viermal, das reicht bei den meisten, das Üben in vollkommen stressfreien, normalen Situationen. Also zum Beispiel am Abendbrottisch im Gespräch mit der Familie. Während du mir hier zuhörst, gute Gelegenheit. Oder auch beim Autofahren, beim Telefonieren, das ist vollkommen egal. Ja? Viermal also das Einüben, während du jemandem anderen zuhörst. Und wenn du es noch weitergehend nutzen möchtest, dann auch noch mal üben, während du sprichst. Das ist natürlich schon ein klein bisschen schwieriger. Und auch da das ungefähr viermal. Dann brauchst du noch den kleinen Zwischenschritt, dass du schon, dass du es in Situationen nutzt, wo du schon weißt, ui, die werden stressig werden. Ja, das heißt, du gehst in diese Situation, wie mein Kunde, schon mit angeworfenen Fußsohlen in die Situation rein und dann wirst du feststellen, dass du mehr Zugriff auf deine Ressourcen hast. Natürlich kannst du immer auch das nutzen, zum Beispiel, wenn du so eine Situation hast wie ich jetzt, alle reden plötzlich durcheinander, ja, dass du dann sofort dir denkst, okay, jetzt brauche ich die Fußsohlen, um die Nerven zu bewahren, ja, und um dafür zu sorgen, dass mein Hirn nicht ausflippt und mich irgendwie in den Wahnsinn treibt, ja. Also das wäre so eine Möglichkeit, so eine ganz simple, einfache Möglichkeit, die du sehr vielseitig verwenden kannst, um mehr Standing zu haben, mehr Gelassenheit bewahren zu können in stressigen Situationen. Und immer dann, wenn du merkst, es kommt Unsicherheit auf, es kommt Angst auf oder was auch immer, mal deine Fußsohlen anzuwerfen. Und das wäre auch die Challenge, die ich vorschlagen würde für den Rest der Woche, beziehungsweise bis wir uns vielleicht zum nächsten Mal wiedersehen am kommenden Mittwoch, dass du tatsächlich das mal ausprobierst. In jeder Situation, wo sich das anbietet, zu üben, dass du wie eine Hintergrundmelodie wahrnehmen kannst, dass deine Fußsohlen da sind, dich zu erden, dich mit dir zu verbinden, um nicht außer dir zu geraten. Und vielleicht magst du mir dann auch gerne berichten, wie es dir damit gegangen ist. Das wäre die Challenge für diese Woche. Und ich habe ja versprochen, dass es eine Verlosung geben wird. Da schalte ich noch mal kurz den Bildschirm frei, um zu erklären, wie das funktioniert. Wer mir bis Mittwoch, den 13.05., eine E-Mail schreibt mit dem Stichwort Verlosung, 6.05. und sich da den Buchtitel reinschreibt oder das Spiel reinschreibt, was er haben möchte,
natürlich auch die Adresse, damit ich es verschicken kann, und mir hier so eine kleine Bewertung unter der Umfrage bei Proven Expert schenkt, der kommt in den Lostopf und ich verlose dann ein Buch. Jede Woche mache ich das. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Ich freue mich, wenn ihr an der Verlosung teilnehmt und wünsche euch einen frohen Tag. Ich würde jetzt wieder in meinen Alltag gehen und wünsche euch viel Erfolg beim Üben. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Danke. Tschüss.